In diesem Video erzähle ich dir 10 Gründe, warum man Sprachen besser im Ausland lernt. Viel Spaß! Hey, ich bin Tim von Tim Ventures und hier geht es um Reisen, Auslandsaufenthalte und noch viele Dinge mehr. Wenn dich das Thema interessiert, schau dir auf jeden Fall auch mal meinen Kanal an. Dort gibt es nämlich noch viele weitere Videos zu diesem Thema. Guck auch zu jeder Zeit des Videos gerne mal in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich nämlich Texte und Sachen, die ich hier in diesem Video erwähne. Es ist eine Sache, zu Hause vor einem Lehrbuch zu sitzen und Grammatik und Vokabeln einer Sprache zu lernen. Das funktioniert zwar auch, mal eine Sprache sich anzueignen, jedoch ist es viel effektiver, wenn man diese Sprache direkt im Land spricht. Daher folgen jetzt 10 Gründe, warum du unbedingt eine Sprache im Ausland lernen solltest. Grund Nummer 1, du tauchst völlig in die Sprache ein. Wenn du im Ausland bist, hast du keine Chance, etwas in einer anderen Sprache zu sehen. Die Werbung im Ausland ist natürlich in der jeweiligen Sprache, die Filme werden in dieser Sprache gezeigt, die Menschen reden auf dieser Sprache, die Preise werden mit der jeweiligen Landeswährung angezeigt und die Verkäufer sprechen mit dir in dieser Sprache. Dadurch kommst du auch gar nicht erst auf andere Gedanken, sondern bist die ganze Zeit bei dieser Sprache und gezwungen, diese zu sprechen, zu lesen und zu denken. Grund Nummer 2. Du machst dich natürlich damit wertvoller. Es lohnt sich sowohl für dich, für deine Schule, dass du dort die Sprache besser kannst, weil du dann natürlich in der Schule und im Studium besser abschneiden kannst. Deine Eltern freuen sich, dass du eine Sprache lernen möchtest und natürlich erhöht es auch später deine Jobperspektiven, weil es immer gut aussieht, wenn du eine Sprache fließend beherrschst. Grund Nummer 3. Du übst wirklich täglich. Weil du jeden Tag mit der Sprache in Berührung bist und diese auch jeden Tag sprichst, bist du täglich am Üben und nichts hilft besser, als wenn man Tag ein, Tag aus etwas übt. Und da du im Ausland wirklich 24/7 am Üben dieser Sprache bist, indem du sie einfach ganz normal benutzt, lernst du sie wirklich am besten und schnellsten. Grund Nummer 4. Du lernst nicht nur die Sprache. Natürlich, wenn du im Ausland bist, lernst du nicht nur die Sprache, sondern du hast zudem den Vorteil, dass du neue Freunde kennenlernst, das Land kennenlernst, eine andere Kultur kennenlernst und so viele neue Dinge lernst, erfährst und ganz andere Eindrücke sammelst als die, die du vielleicht von zu Hause kennst. Und das führt uns auch schon zu Punkt Nummer 5, denn dadurch wirst du auch ganz schön eigenständig, weil du eben nicht mehr nur zu Hause bei deinen Eltern wohnst, sondern weil du dann direkt vor Ort bist, eventuell bei einer Gastfamilie, in einem Hotel, Hostel mit anderen, die eventuell auch die Sprache lernen sollen oder einfach alleine auch durchs Land reist, dann bist du natürlich viel selbstständiger und lernst mit dem Leben auch umzugehen und dir Lebenserfahrungen anzueignen. Grund Nummer 6 schneidet sich etwas mit Punkt 2, denn es geht darum, dass du wirklich für Unternehmen wertvoller wirst, wenn du eine Sprache fließend oder gut beherrschst und gerade auch zum Beispiel, wenn du mehrere Sprachen beherrschst, das macht dich in unserer globalisierten Welt sehr relevant für Unternehmen und dich lohnenswert, dass sie dich einstellen. Es lohnt es sich also, es definitiv in den Lebenslauf einzunehmen und eventuell sogar einen Test wie den TOEFL oder das Cambridge-Zertifikat zu machen. Dann hat man nämlich auch den Vorteil, dass man es direkt nachweisen kann. Bei Punkt Nummer 7, es hilft dir natürlich nicht nur in diesem einen Land, wenn du die Sprache sprichst, sondern du behältst die Sprache natürlich auch für den Rest des Lebens und wenn du mal wieder irgendwo anders hinreist, dann hast du schon das Wissen dieser Sprache drauf und kannst dich gut mit den Einheimischen unterhalten und weißt, wie du nach etwas fragst und das Ganze gestaltet den Urlaub natürlich auch lockerer oder die Suche auch nach Sachen, die man vor Ort erledigen kann, auch, was heißt erledigen, erleben kann. Gestaltet sich natürlich auch leichter, weil wenn du natürlich in der einheimischen Sprache suchst, dann findest du ganz andere Dinge, als wenn du einfach auf Deutsch oder Englisch nach Aktivitäten und Urlaubsmöglichkeiten an einem Ort suchst. Punkt Nummer 8, Umgangssprache. Es ist recht interessant, denn in den Lehrbüchern wird zwar die Sprache eigentlich immer recht gut vermittelt, aber immer die klare Sprache vermittelt. Es kommt zwar kein Dialekt dran, was vielleicht dich auch etwas besser und gehobener erscheinen lässt, aber vor allem die Umgangssprache und umgangssprachliche Wendungen und Sprüche etc. fehlen halt gerne mal. Bist du im Ausland vor Ort, bekommst du all diese Umgangssprache und Wendungen und Sprachkenntnisse mit und weißt wirklich auch, dich so auszudrücken, dass ein Einheimischer dich immer direkt versteht oder du ihm auch imponierst dadurch, dass du seine Wendungen kennst.
Im vorletzten Punkt, Punkt Nummer 9, da gibt es natürlich auch, wenn du im Ausland bist, viele andere Möglichkeiten, Sachen zu tun. Und zwar, wenn du vor Ort bist, kannst du Sportarten probieren, die es bei dir zu Hause vielleicht nicht gibt. Zum Beispiel in Kanada kannst du Lacrosse, was hier in Deutschland eher weniger bekannt ist, durchaus professioneller spielen. Oder auch, wenn du in Kalifornien bist, kannst du natürlich dort Surfkurse belegen. In Tokio kannst du ganz andere Sachen essen und eine neue Art von Kochen ausprobieren, die du hier in Deutschland gar nicht so leicht beigebracht bekommst. Daher lohnt es sich auch unbedingt, diese Chancen zu nutzen und diese ganzen speziellen Dinge im Ausland auszuprobieren. Und bei Punkt Nummer 10, ich habe es eben in 9 schon angesprochen, du kannst es natürlich nicht nur kochen, sondern du lernst ja insgesamt viele neue Speisen und Rezepte kennen. Und viele behalten auch diesen Geschmack, den sie dort entwickeln, auch weiter und probieren dann zu Hause auch die Sprachen, die Speisen aus dem Ausland nachzukochen. Und das finden auch die Freunde meistens recht cool, wenn du denen auf einmal Sachen aus einem anderen Land zubereitest, weil das ist natürlich was ganz anderes und dann auch immer was sehr Besonderes, wenn man das dann probieren darf. So, das war's mit den 10 Gründen, aber wie lernst du denn jetzt eine Sprache im Ausland? Dafür musst du natürlich einen Auslandsaufenthalt machen und dafür gibt es natürlich unterschiedliche Arten, wie zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr, Work and Travel oder auch einfach eine Sprachreise. Zu all diesen Themen habe ich bereits schon Videos gemacht und du findest die in der Beschreibung verlinkt. Und ja, ich würde mich daher auch freuen, wenn du mal auf meinem Kanal vorbeischaust. Da gibt es nämlich noch viele weitere Videos zum Thema Auslandsaufenthalte und dem Thema Reisen. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest und vor allem auch teilst. Das war's für heute. Ich bin Tim und sage dir jetzt bis zur nächsten Woche. Ciao.